Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Leadership Institute von Kirchenaktion. Wir schauen uns im Moment verschiedene Führungsprinzipien aus meinem Buch Der Leadership Kompass, 39 Führungsprinzipien auf den Punkt gebracht an. Wenn du das Buch noch nicht hast, dann kannst du dir es immer noch kostenlos bestellen und du bekommst auch ein Trainingspaket, digitales Trainingspaket dazu. Alle Infos dazu bekommst du am Ende des Videos oder wenn du nicht abwarten kannst, dir das Buch zu bestellen, dann kannst du auch direkt auf leadershipkompass.de gehen. Heute geht es um Leadership-Prinzip Nummer 7. Better done than perfect. Leg los, auch wenn noch nicht alles perfekt geplant ist. Obwohl wir keine App-Entwickler sind, ist die App ein Bild, das ich bei Kirchenaktionen sehr gerne verwende. Ein App-Entwickler will sicherstellen, dass seine App funktioniert und ihren Zweck erfüllt. Doch man wartet nicht, dass jedes Problem gelöst oder jede angedachte Funktion in der ersten Version der App auftaucht, bevor sie auf den Markt kommt. Im Gegenteil, man formuliert ein Minimalziel und dann weiß man, dass das ist die erste Version und die ist noch nicht perfekt oder das ist noch nicht die letzte Version. Hinzu kommt, dass man erwartet, dass Fehler, also Bugs von App-Nutzern gefunden und gemeldet werden, die man dann durch neue Versionen der App behebt. Doch selbst das Minimalziel, mit dem du an den Start gehen möchtest, muss nicht perfekt sein. Im Gründungsjahr von Kirchenaktion hatten wir ein Motto, das wir immer wieder wiederholt haben. Screw it, let's do it. Dieses Motto war der Titel des Buches von Richard Branson, das ich gelesen hatte, also frei übersetzt, lass es uns einfach machen, selbst wenn es nicht perfekt ist und wir nicht wissen, ob es funktioniert. Bestimmt hast du folgenden Satz schon mal gehört. Wenn du was machst, dann mach's richtig. Und das stimmt auch. Meine Mama hat mir das auch gesagt. Aber wir haben in unserem Alltag richtig durch perfekt ersetzt. Und das ist ein großer Fehler. Wir müssen nicht alles perfekt machen. Richtig ja, perfekt nein. Perfektionismus steht vielen im Weg, weil im echten Leben nicht Perfektionismus belohnt wird, sondern die Tatsache, dass Dinge fertig werden. Im Englischen sagt man, better done than perfect. Dafür gibt es eine ganz einfache Regel, die uns helfen kann, damit umzugehen. Das ist die 95% Regel. Diese Regel sagt, 95% reichen. Warum? Ganz einfach, weil die letzten 5% in den meisten Fällen genauso viel Zeit, genauso viel Energie, genauso viele Ressourcen in Anspruch nehmen, wie die ersten 95%. Input und Output stehen dann in keiner Relation zueinander. Hinzu kommt, dass eine Sache oft nur im Auge des Betrachters perfekt oder nicht perfekt ist. Oft sind die letzten 5%, in die du so viel Zeit rein investierst, einfach nur Geschmackssache. Also mach Dinge gut, richtig gut, aber es muss nicht perfekt sein. Planung und Vorbereitung sind gut und auch wichtig. Aber zu viel davon verhindert aber, dass wir ins Tun kommen. Wenn du mit deinem Minimalziel startest, auch wenn es noch nicht perfekt ist, passiert etwas Wunderbares. Dein ganzes Projekt bekommt Momentum und dieses Momentum wird dir helfen, dein Ziel viel schneller und leichter zu erreichen. Stell dir immer wieder folgende Frage. Was ist das Minimalziel, mit dem du so schnell wie möglich an den Start gehen kannst. Und erinnere dich daran, better done than perfect. Wenn du tiefer in die verschiedenen Führungsprinzipien aus meinem Buch eintauchen willst, kannst du dir mein Buch gerne kostenlos bestellen. Alles, worum wir dich bitten, ist, die Produktions- und Versandkosten von 4,90 Euro zu übernehmen. Außerdem erhältst du sofort Zugang zum Leadership Kompass Trainingspaket. Dieses Trainingspaket beinhaltet das Buch in digitaler Form, also wenn du nicht warten kannst, bis das Buch zu dir nach Hause geliefert wird, kannst du direkt anfangen, es digital zu lesen. Du bekommst auch eine Infografik, die alle Leadership-Prinzipien einmal schön und übersichtlich zusammenfasst und du erhältst ein ausführliches Arbeitshandbuch zu jedem Kapitel, um tiefer in die Prinzipien einzusteigen und selbst zu reflektieren, wie deine ganz persönlichen Leadership-Prinzipien aussehen könnten. Und zusätzlich gibt es auch einige verschiedene Trainingsvideos. Alle genauen Infos findest du auf leadershipkompass.de.